das Werbung für die AfD machen, dass unsere Ideen, die ja gar nicht so fremd und gar nicht so neu sind, sogar vielleicht teilweise aus den 70er, 80er Jahren entstanden, den guten Jahren Deutschlands, dass die einfach wieder mehr verbreitet werden und dass die Leute verstehen, was wir wollen. Also im Vorfeld gab es ja schon Straftaten zu den Versammlungen heute Abend. Es gab zum Beispiel Graffiti hier im Ravensberger Park, aber auch Aufkleber, die Drohungen in Richtung der AfD-Veranstaltung ausgesprochen haben. Und ich glaube, das sind wesentlich mehr als 1500 Leute. Es ist wunderbar. Ja, bisher läuft es super an. Der Park füllt sich ja jetzt langsam. Dieser Demozug ist auf jeden Fall wesentlich größer, als wir gedacht haben. Wir haben ein super Programm. Die Musik spielt schon. Dann kommen noch zwei andere Bands. Wir haben gute Redebeiträge. Also momentan bin ich sehr zufrieden. Und dann weiter mit Musik von Bukarana. Bitte schön, Hallelujah.